halt so. Ja. So Leute, jetzt kommt's, auf geht's. Wir müssen das Tarp aufbauen. Wenn es dann anfängt zu regnen, haben wir keinen trockenen Platz mehr. Ja, du hast den Reißverschluss auf der falschen Seite. Das heißt, du siehst uns gar nicht in der Nacht. Schaut doch gut aus, hast doch mega Platz. Fühlt sich gut an, oder? Und, alles gut? Wenn man seine Leute hat, die für einen arbeiten. Ja, funktioniert sichtbar. Das ist nur ein bisschen Übung, gell? Ja, herrlich. Das Decathlon-Kissen ist auch nicht schlecht hier. 14 Euro, super Sache. Kommt hinten an den Rücken dran. Bequem wie Sau. Richtig gemütlich. Eigentlich wollte ich heute gar nicht filmen, aber die Jungs hatten Bock. Dass wir mal wieder ein Video machen. Passt, oder? So, wir haben echt lang gebraucht für das Setup hier, muss ich sagen, weil wir nochmal umgezogen sind. Das war nicht ganz zufriedenstellend für die Kleinen, aber jetzt passt es. Top Umgebung, mitten im Wald hier. Schauen wir mal, ne? Wie es wird. Kleiner arbeitet und sägt, so muss das sein. Passt alles. Na, alles gut? Ja. Gute Nacht. So, gute Nacht auch dir. Gute Nacht. So, Jona, und wie ist es? Cool. Der Reh bellt auch schon. Das ist der leiseste Wald, den ich kenne. Also wirklich gar nichts hört man da. Super Ecke. Vor allen Dingen ist auch hier überhaupt kein Holzarbeiten. Finden hier statt, also ist wirklich super klasse. So, guten Morgen. Es ist jetzt 10 nach 5. So, um 20 nach 4 bin ich aufgestanden, habe dann abgebaut schon mal.
Die Kinder sind auch spät eingeschlafen erst. Bis um eins haben wir noch geredet. Irgendwie sind die jetzt erst richtig eingeschlafen. War eine ganz schlechte Nacht diesmal. Normal schlafe ich fast immer durch, aber diesmal war es wirklich gar nichts. Es war auch so schwüldrückend unangenehme Luft. Jetzt noch ein bisschen frisch, da ist der Poncho-Liner hier gar nicht schlecht. Oh, jetzt liege ich hier noch in der Hängematte ein bisschen. Soweit habe ich alles abgebaut. Ich werde mir jetzt dann Kaffee heiß machen bald und die Kinder langsam aufwecken. Krasse Uhrzeit. So früh bin ich auch schon lange nicht mehr aus dem Wald raus dann. Ja, genau. So ist es halt. Ich denke mal, die Lösung mit dem Hängematten am Boden für die Kinder mit dem Moskitonetz war schon gut. Jungs. Hallo. Hallo, aufwachen. Aufwachen. Hallo, guten Morgen. Voll zerknautscht. Sieht scheiße aus, Jona. Siehst aus, als hättest du eine Nacht durchgemacht. Jetzt bist du doch noch eingeschlafen. So, fast fertig geräumt das Ganze. Wir haben keinen Bock mehr, oder? Und deswegen sage ich und die Kinder jetzt Servus. Ciao, bis zum nächsten Mal.